Erich Osehaus mit kleinem Jubiläum. Zukunftsvision und Gegenwartssinn. Unter diesem Motto steht die mittlerweile 10. Ausstellung mit Werken des Schöpfers von Vater und Sohn, die morgen Abend um 19 Uhr eröffnet wird. Sie beleuchtet zwei gegensätzliche Pole im Werk Erich Osers, das zeitbezogene sowie das utopische und endet gewissermaßen mit Zukunftsvisionen. Oser hat als großer Witzbildzeichner sehr klarsichtig die Entwicklung seiner Zeit verfolgt und dabei gewissermaßen unsere Realität, unsere Gegenwart jetzt vorhergesehen. Also er hat die Existenz des Handys vorhergesehen als Witz. Er hat gesehen, dass das Fernsehen einmal alles dominieren wird und Dinge dieser Art. Und das lässt sich höchst heiter erfahren hier in der Ausstellung. Die Grafiken, Zeichnungen, Fotos und Dokumente stammen allesamt aus dem Nachlass. Auch einige Leihgaben sind zu sehen. Laut Dr. Elke Schulze gibt es Bekanntes zu entdecken, aber auch sehr viel Neues und vor allem in einem neuen Zusammenhang. Die Möglichkeit dazu besteht bis Anfang Oktober.